Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Happy Wheels und heute geht's heiß her. So, gehen wir auf Play, wo waren wir denn? Ja, wir waren, glaube ich, bei The Hotel, also spielen wir The Office. This is my newest level, The Office is my, with my details, bla 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 bla, und wir spielen einfach los. Okay, wir sind anscheinend auf einem Schreibtisch mit einem PC. Aha, YouTube-Kanal, sieht fast so aus. Mal gucken. Oh, Familienfoto, ein Telefon! Oh Gott! Ja, das tat weh, würde ich sagen. Ich wusste nicht, dass das Telefon runterkommt. Nochmal hier so. Jetzt fahr drüber. Na los, fahr drüber. Ja, ich fahr doch schon. Ja, jetzt mach doch. Mann, ey. So, wir machen mal eine kleine Spritztour mit dem Sohnemann. Den lassen wir einfach mal da liegen und lassen ihn vom Telefon zerquetschen oder so. Keine Ahnung. So, fahren wir hier weiter. Das sieht gefährlich aus. Das sah nicht nur gefährlich aus. Don't feed. Oh. Schlimm schlägt euch. Ich versuch mal was. So hier hoch. Ha! Perfekt. So, über das Käsestück und. Ah! Fuck. Ja, das war unser Fahrrad. Okay. Ich glaube, diese Runde wird etwas länger als die letzte. Also länger als 5 Minuten auf jeden Fall. Juhu! Juhu! Aua. Jetzt lass mich doch durch, du blödes Telefon. Ja, keine Arme mehr, aber ich kann trotzdem noch fahren. Ich bin hier Tour de France-Fahrer, ich kann das. Uah. Was ist das hier? Unter dem Schuh her, los! Ja! Gut! Hast du gut gemacht. Brava Dad und so. Und jetzt? Jawohl! Okay. Ja, ist ja gut. Also, finde ich, gute Idee auf jeden Fall, das Level. Jetzt halt doch mal die Klappe, ich möchte mal reden. So. Exit to Menu. Finde ich, super. Ich habe nur immer noch keinen Happy Wheels Account, also kann ich die nicht bewerten. Das ist ärgerlich. Obstacle Course? Fragezeichen. Prepare for the thrill of your life. Watch out for bad things. Okay. Der Weihnachtsmann? Nee. Pokéboy. Hui. 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 Jetzt spring doch. Ja. Ich ziehe die Folge mal ein bisschen in die Länge, ne? Nein, natürlich nicht. Jetzt Pokéboy. Hui. 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 Hep. Ja, schaffe ich auch ohne das Ding. Und jetzt muss ich da jetzt... Geht das jetzt weg? Ach, natürlich. Mr. Pogoboy war wieder so schlau. Ach, fuck, ey. Komm, spring rüber. Jubiläumsfolge hier und so. Wollte meine Zahnspange rausbekommen. Ich bin so stolz einfach nur. Jetzt roll dich doch ab. Ah, fuck. Das habe ich überlebt. Das nicht. Ich glaube, wir nehmen einen anderen Charakter. Ich mag irgendwie den Opa voll gerne. Ich glaube, wir nehmen wieder den Opa. Wie in der letzten Folge auch. Komm, jetzt fahr. Hui. Ja. Opa hat Düsenantrieb und keine Beine mehr. Aber das interessiert ihn ja nicht. Er fährt ja Rollstuhl. Los. So. Aua. Aua. Los, Opa. Fahr. Jawohl. So, jetzt nochmal hier drüber rollen. Juhu, wir kippen um. Um. Das ist rosa, ne? Das, ich hasse einfach nur rosa. So Barbie-Puppen und so ist einfach nur schrecklich, finde ich. Finde ich jetzt persönlich. Komm, Opa. Ja, dann. Ja. Finde ich einfach,
so schrecklich, diese Vorurteile von wegen, ja, Mädchen spielen mit Puppen und Jungs mit Autos. Hä? Warum darf es denn keine Mädchen geben, die nicht mit, auch mit Autos spielen? Okay, Jungs mit Puppen ist schon seltsam. Aber Mädchen, die mit Autos spielen, gibt's doch bestimmt durchaus auch. Warum ist rosa die Mädchenfarbe und blau die Jungenfarbe? Ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen grind ich jetzt hier so hammerhart drüber. Jawohl. Und ich schweife schon wieder vom Thema ab. Ich finde das sehr seltsam, dass das so Vorurteile sind. Warum ist grün nicht die Jungenfarbe und gelb die Mädchenfarbe? Und in Happy Wheels kommt da auch andauernd rosa drin vor und ich spiele es doch trotzdem. Opa will übrigens nicht mehr. Tja. Das ist zwar eine gute Frage, aber wir spielen jetzt erstmal die letzte Map. The Ghost Train. Ride it for maximum thrill. Okay, wieder Thrill. Ich mag Thriller. So Michael Jackson und so. Juhu! Also, ach fuck, das ist die. Weißt du, davon habe ich schon mal ein Video gesehen, muss ich zugeben. Da müssen wir einfach jetzt nur draufbleiben. Oder vorwegfahren. Na los, Dad. Los, das schaffst du. Ja. Ja, Sohn, du bleibst zurück. Ja, ich lebe noch. Ich lebe noch. Scheiße. Okay, einfach mal hier so. Ich glaube, ich bleib jetzt einfach hier drauf. Egal, was passiert, ich bleib auf dem Zug. Nein, scheiße. Okay, fahr. Fahr. Fahr um dein Leben. Ah, scheiße. Scheiße. Fahr. Los. Ja, so habe ich das eigentlich nicht gemeint. Wie wär's, wenn wir uns einfach drauf fallen lassen? Ha! Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Ja, das war eine schlechte Idee. Ich lasse mich jetzt gleich einfach da hinten in den Waggon reinfallen. Hui. Hm. So, nämlich. So, jetzt müssen wir einfach hier drauf liegen bleiben. Fahrrad nehmen wir auch mit. Wollen ja hier nichts verschenken. Ja, Fahrrad geht von mir runter. Ich bin doch hier der Boss. War wohl auch nicht so. Ich glaube, wir müssen vorher... Kann man denn nicht hinterher fahren? Gibt's da nicht ein Ende? Dann fahre ich hinterher. Lalalala. Fahre ich eben hinter der Lok her? Geht natürlich auch. Ja, mein Sohn ist gerade gestorben. Ja, falle ich eben hier runter. Aua. Nee, ich glaube, wir müssen vor dem Zug herfahren. Fahr um dein Leben. Jetzt bin ich an dem Glas verreckt. Ich weiß nicht, ob ich hier schon das neue Intro vorklatsche, aber eigentlich müsste hier vor das neue Intro sein. Ich habe mir nicht ein neues Intro designt und... Fahr. Aber um auf die Farbe wieder zurückzukommen. Der Vater ist ein Mann und trägt ein grünes Hemd. Und der Sohn ist auch männlich und trägt orange. Weißt du was? Ich lasse mich jetzt einfach hier hinten drauf fallen. So. Ja, das war schlecht. Boom. Nein, nicht da rein. So ist brav. Herr Vater. Nein! Noch lebe ich. Ich lebe noch. Hoffen wir mal, dass das jetzt so bleibt. Nein, nicht bewegen. Nee. Mm-mm. Ja! Nein! Och, Mann, ey. Schade.
Gut, nee, ich wollte eigentlich vorne auf der Lok. Nein. Ja. Da wollte ich lang. Da drinnen. Hallo. Jetzt fahr doch mal dahin, wo ich möchte. Ich will. Oder hier so ein Haken. Das ginge natürlich auch. Na dann, fahr eben. Tja, das passiert, wenn ihr keinen Helm tragt. Verliert ihr eure Arme. Los, fahr! Los! Hä? Was muss ich denn? Wo muss ich denn hin? Fahr doch! Ja! 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 Alter, geil! 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 Ja! Wir haben es zwar nicht überlebt, aber wir haben es ins Ziel geschafft. Und, ja, Entschuldigung für Schreien, aber ich bin einfach gerade glücklich. Ja, und das war dann die Runde Happy Wheels. Würde ich ganz spontan sagen, Dawn of Death Level LV. Hä, heißt das nicht eigentlich Level LV? LVL? LVL? Und hier ist mir LV. Egal. Weil hier jetzt Level 7 steht. Egal. Mr. Black. Okay, geht's wahrscheinlich um Schwarze und so. Warte. Haben wir es nicht schon gespielt? Ich glaube, ich verkomme gerade. Haben wir das nicht schon gespielt? Nee. Warum ist hier nochmal... Ach, das eine war String und das andere war Strings. Ah, okay. Gut, ich verabschiede mich dann schon mal für diese Runde und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Dawn of Dead Level 7. Bye, let's play Happy Wheels. Bis dann. Tschüssi, Lee. Und viel Spaß noch auf YouTube.